Hey Leute, hier ist Jochen. Willkommen auf meinem Kanal. Meine Damen und Herren, der Herbst steht vor der Tür. Es wird wieder etwas kälter im Rahmen des Klimawandels und Blätter und Regen werden wie üblich im Überfluss fallen. Zeit nicht nur sich selbst, sondern auch seine Liebsten und auch die Lieblingskamera so gut wie möglich zu schützen. In diesem Fall die X100V mit dem originalen oder einem anderen VR-Kit. Auf geht's! Zunächst wie gewohnt, vergiss nicht über die Schaltfläche dort unten meinen Kanal zu abonnieren, das würde mir sehr helfen. Und wenn dir mein Inhalt wirklich gefällt, könntest du mir einen Kaffee über buymeacoffee.com kaufen. Schau in die Beschreibung, da findest du den Link. Nun, um was geht's heute? Die X100V hat als Neuerung gegenüber ihren Vorgängern ja die Wetterversiegelung des Body bekommen. Leider aber eben nur des Body, das Objektiv ist nach wie vor, ohne unser Zutun, leider nicht vor Spritzwasser und Staub geschützt. Ein VR-Kit muss also her, ein Weather Resistance Kit, um das auch für die beweglichen Teile des Objektivs zu gewährleisten. Ich stelle euch heute drei unterschiedliche Möglichkeiten vor, dies zu tun. Kleiner Disclaimer, ich übernehme keinerlei Gewährleistung, dass die vorgestellten Kits eure X100V vor Wasser und Staub schützen. Das machen ja noch nicht mal die Hersteller, außer im Fall vom Fujifilm Original. Ihr handelt also auf eigene Gefahr. Meine drei vorgestellten Möglichkeiten sind das Fuji Original VR Kit, noch original verpackt. Da machen wir gleich ein kleines Unboxing. Das Ding hat mich sehr viel Geduld bei einer Lieferzeit von über 6 Monaten und 69 Euro gekostet. Es besteht aus einem Adapter und einem UV-Filter zum Aufschrauben, beides Original Fuji. Eine selbst zusammengestellte Version nach dem gleichen Prinzip, ebenfalls bestehend aus einem Adapter und einem Filter. Das erste Ding von JJC inklusive Sonnenblende für 16 Euro zusammen, der Hoya-Filter für 15, also 31 Euro insgesamt. Dann haben wir hier noch einen Filter von Nisi, der keinen Adapterring benötigt, dafür kann man aber auch keine Sonnenblende anbringen. Das gute Stück kostet aktuell 36 Euro. Schauen wir uns die Dinger mal im Einzelnen an. Nun, gemein haben alle VR-Kits, dass sie vorne aufs Objektiv aufgeschraubt werden müssen. Allerdings muss man dazu wissen, dass dort ab Werk ein kleiner Schutzring sitzt, den man entfernen muss. Wenn man den einmal entfernt hat, verschwindet er total gerne auch mal für mehrere Wochen, bis er völlig unverhofft an völlig anderen Stellen als vermutet wieder auftaucht. Egal. Hier vorne wird nun entweder der Adapterring oder im Falle des Nisi-Filters der Filter direkt aufgeschraubt. Machen wir mal das Original auf, um zu sehen, was uns da erwartet. So, hier ist also der Adapterring. Der kommt dann einfach so vorne aufs Objektiv drauf. Und dann wird hier einfach der Filter aufgeschraubt. Eine Frage, die mir häufiger gestellt wurde im Zusammenhang mit meiner Silikonhülle von Mega Gear, ist, ob die Kamera dann noch mit dem Adapter und dem Filter dann noch reinpasst. Also es ist was enger, aber es geht. So, das Original haben wir jetzt schon mal drauf, ohne es getestet zu haben, das machen wir später, muss ich davon ausgehen, dass das Ding in jedem Fall den VR-Standard erfüllt. Da sollte also nichts beschlagen oder erst gar nicht nass werden bei Herbstwetter. Aber das testen wir, wie gesagt, nachher. Das zweite Teil, JJC und Hoya-Filter, funktioniert exakt genauso und war meine billigere Empfehlung in einem anderen englischen Video, als mein VR-Kit einfach nicht kommen wollte. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich von der Wetterfestigkeit dieser Kombination sehr enttäuscht bin, denn nach einigen wenigen Einsätzen in leichtem Regen muss ich sagen, das Ding tut's nicht. Die Linse beschlägt von innen und ich habe sogar den Eindruck, dass das Regenwasser durchdringt. Staubschutz würde ich für normalen Staub mal voraussetzen, aber wegen der Undichtigkeit muss ich hier meinen Tipp in dem englischen Video absolut revidieren. JJC und Hoya lassen wir also ab jetzt außen vor. Zur Ehrenrettung der beiden Hersteller muss ich natürlich auch sagen, keiner der beiden behauptet, mit diesem Zubehör die X100V wirklich wetterfest zu machen. Das behauptet übrigens auch Nisi nicht offiziell von dem Filter. Dieser besteht nur aus einem einzigen Teil, man muss also nicht zweimal schrauben. Und das Ding macht also einen absolut wertigen Eindruck. Und ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist, der Originalobjektivdeckel der X100V passt immer noch hervorragend vorne drauf.
fällt auch nicht runter. Außerdem passt die X100V so noch ein ganzes Stück besser in die Silikonhülle, weil die einfach insgesamt kürzer ist. Allerdings muss ich beim Nisi auch noch den Regentest machen. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch sagen, dass ich weder mit dem Hoya noch mit dem Nisi-Filter bislang Abstriche in puncto Bildqualität feststellen konnte. Das ist ja auch das Mindeste, denn durch das Filtern des UV-Lichts sollten sie ja eher die Qualität verbessern als verschlechtern. Beim Original gehe ich ohnehin davon aus, dass das in Ordnung ist, aber auch da werde ich nochmal ein Auge drauf haben. Dann würde ich mal sagen, Regenjacke an, die beiden verbleibenden BR-Kits geschnappt und ab in den Regen. Okay Leute, es regnet. Aber es regnet jetzt auch nicht wie bekloppt. Ich werde jetzt einfach mal die Kamera in den Regen legen. Also der Regen ist jetzt deutlich stärker als eben. Ich habe jetzt den Nisi-Filter drauf, da passiert auch nichts. Ich kann sagen, dass der JJC-Filter zu der Zeit schon beschlagen war. So, aktuell mache ich mir fast mehr Sorgen um die kleine Action-Cam, die ich hier habe. Aber die beiden Filter, der Originalfilter und der Nisi-Filter, die haben beide nichts an die X100V gelassen. Ist wie gesagt nur ein kurzer Regentest, aber dafür regnet es jetzt ganz schön heavy. Bisher bin ich zufrieden. Mein kurzes Fazit. Sowohl das Original WR-Kit als auch der Nisi-Filter haben meinen kurzen Regentest absolut perfekt überstanden. Aber wie gesagt, lasst die Finger weg von der Billigversion, also JJC plus Filter. Das macht höchstens Sinn, wenn ihr die X100V nur ein wenig vor Staub schützen müsst und Wasser kein Thema ist. Den Nisi finde ich super praktisch, einfach weil es nur ein Teil ist und man die Kamera so verwenden kann wie vorher, also auch mit der Schutzkappe und so weiter. Hat bei mir in jedem Fall auch den Regentest bestanden und wäre mal mindestens mein Preis-Leistungssieger. Das Original ist hier mit Abstand teuerste Lösung mit 69 Euro. Ich habe es auch schon für viel teurer gesehen und ist auch nicht in jedem Fall praktisch, weil zum Beispiel die Schutzklappe hier immer wieder runterfällt. Aber hier habt ihr natürlich die Gewissheit, dass Fujifilm den Spritzwasser- und Staubschutz wirklich gewährleistet. Mein kleiner Test hier im Regen ist natürlich keine Langzeitstudie. In echtem Heavy Weather würde ich daher vermutlich auch auf Nummern sicher gehen und hier das Original verwenden. Trotzdem belegt es aufgrund des doppelt so hohen Preises und der kleinen anderen Nachteile eher bei mir nur Platz 2. Das war's. Wenn euch mein Video gefallen hat, teilt mir das über den Daumen hoch da unten gerne mit. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Ich habe mich entschieden, auch wieder ein paar mehr Videos auf Deutsch zu machen. Aber für heute war es das erstmal. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf. Ciao.